Hallo und herzlich willkommen zur Videotutorial-Reihe RPG in the Box. Ich bin Carsten und möchte euch in dieser Folge zeigen, wie wir einen ersten Charakter anlegen können. Dazu müssen wir ein neues Asset erstellen. Dazu erzeugen wir eine neue Ressource mit dem Add Resource Button und wählen hier aus, dass wir einen Charakter erstellen möchten. Wichtig für Charaktere und alle anderen Sachen ist, dass wir vorher definieren müssen, wie groß unsere Grid Size, also unsere Box ist, in der wir arbeiten wollen. Ein Tipp dafür wäre, nehmt hier Werte 16x16 oder 32x32, je nachdem, wie ihr euch eure Welt vorstellt. Mit größerem Raster habt ihr natürlich die Möglichkeit, detailgetreuere Models zu machen. Mit kleineren Raster habt ihr mehr Einschränkungen in der Hinsicht, habt aber die Möglichkeit, dann Objekte zu machen, die über mehrere Felder hinweggehen. Für meine Welt sehe ich vor, eine Grid Size von 16x16 zu nehmen und meine Charaktere sind normalerweise anderthalbfache Höhe, also 16x16x24. Wir geben unserem Charakter jetzt einen Namen. Ich nenne meinen Charakter Rex und wir beginnen mit dem Editieren. Wir befinden uns nun im sogenannten Voxel-Editor. Wir sehen vor uns die Box, in der wir editieren können. Mit gedrückter rechter Maustaste können wir diese schwenken, mit Mausrad können wir zoomen. Wir können mit gedrücktem Mausrad können wir sie verschieben und wir können mit der linken Maustaste interagieren. Des Weiteren sehen wir oben links unsere Gridgröße und können die jederzeit ändern, indem wir die Schieberegler betätigen. Das Minimum ist 6, das Maximum ist 32 in der Breite. In der Höhe liegen wir zwischen 6 und 48. So, wie gesagt, meine Gittergröße, die ich bevorzuge, ist 16 mal 16 und mein Charakter hat die anderthalbfache Höhe. Damit stelle ich das ein. Unten rechts können wir aussuchen, aus welcher Richtung wir unsere Box betrachten. Hier könnt ihr quasi zurück auf die Front gehen, um euren Charakter von vorne zu sehen. Ihr könnt aber auch alle anderen Varianten nehmen. Das wird später wichtig, um zu definieren, wie ihr euren Charakter gerade seht. Auf der linken Seite habt ihr die Editierwerkzeuge. Ganz oben links, also einmal haben wir die Map Model Tools, damit können wir das Model editieren und wir haben die Model Properties, die benutzen wir dann später, mit der können wir Eigenschaften festlegen. In den Model Tools haben wir Attach Place Voxel, Schnelltaste F1, damit können wir Voxel editieren und unserem Gitter hinzufügen. Mit F2 können wir Voxel bemalen, mit F3 können wir Voxel löschen, dann haben wir die Farben überschreiben. Das einzelne Voxel bewegen, Voxel auswählen, das Pipetten-Tool, um Farben zu wählen und das Attachment-Tool, womit wir Punkte definieren können, an denen wir andere Objekte an unser Modell anfügen. Des Weiteren haben wir den Modus, der unterscheidet zwischen Box, Voxel und Face-Mode, wobei der Box-Mode immer ist, dass man einen Kubus setzt und den über mehrere Ecken definiert, wie jetzt in diesem Fall. Steuerung FZ ist rückgängig machen. Alternativ haben wir hier oben die Möglichkeiten Redo und Undo, um wiederherzustellen oder rückgängig zu machen. Und der Voxel-Modus lässt mich einzelne Voxel editieren und der Face-Mode ist immer, dass ich eine bestehende Fläche durch Anklicken um eine Lage erhöhe. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeiten, unser Model zu rotieren, zu spiegeln und eine andere Palette darauf anzuwenden. Auf den Detail hier unten gehe ich später ein. Wir haben des Weiteren noch unsere Palette von Farben. Die können wir unten aus dem Dropdown auswählen. Hier sind vordefinierte Sets. Wir können die aber auch beliebig erweitern. Dazu kann ich jetzt das bestehende Box of Colors kopieren und dem einen eigenen Namen geben, um meine eigene Palette anzulegen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier neue Farben selbst zu definieren. Das kann ich machen, indem ich mit der rechten Maustaste auf ein Feld klicke, über die Farbskala mir einen Wert aussuche, den bestätige und auf Close klicke, beziehungsweise den RGB-Wert oder den Hexwert selber eingebe. Und schon ist meine Farbe in der Box vorhanden. Um nun mit dieser Farbe das Modell zu erzeugen, wähle ich Voxel hinzufügen, nehme den Box-Mode und wähle meine neue Farbe. Als allererstes werde ich mal einen Punkt definieren, von dem ich anfange zu malen. Ich möchte mit den Füßen beginnen und setze erstmal vier Quadrate in die Mitte. Dann kann ich mir meine Ansicht ausrichten, damit ich das schön sehe und fange jetzt an, von da aus weiterzuarbeiten. Das heißt, auf die Füße kommen jetzt die Beine. Dann fangen wir an, den Körper zu definieren. Mein Objekt soll einen Schwanz bekommen. Halt, STRG Z.
den ich ausmale. Mache jetzt mehrere Lagen drauf für den Körper. Dann hätte ich gerne einen linken und einen rechten Arm. Und fange mit dem Kopf an. Das Modell ist jetzt erstmal nur für unsere Testzwecke, mit dem wir weiterarbeiten wollen. Das muss jetzt keine Schönheit sein. So, das soll für mein Modell erstmal reichen. Dann bekommt der Gute noch zwei Zähne und wir fangen an zu bemalen, indem wir das Maltool auswählen und die Farben definieren. Ich packe dem hier die Nase drauf, verpasse ihm links und rechts noch ein Auge und eine Pupille. Steuerung Z. Und fertig ist die erste Definition von Rex. Steuerung S ist Speichern, ansonsten hier oben der Tipp von mir, speichert oft und viel. Alles, was nicht gespeichert ist, ist verworfen. Und wenn ihr eine Änderung macht, seht ihr, dass im Modell hier oben ein kleiner Stern auftaucht. Das heißt, ihr habt eine nicht gespeicherte Änderung, schließt ihr das Modell und bestätigt, sind diese Änderungen weg. Das nächste Mal, wenn ihr in den Voxel-Editor geht, habt ihr jetzt die letztgewählten Modelle, beziehungsweise habt ihr links unter Charakter jetzt euren Charakter hinzugefügt. Durch Doppelklick könnt ihr ihn öffnen, könnt ihn schwenken und könnt ihn benutzen. So, baut Rex erstmal so nach, wie er jetzt ist. Ich schwenke ihn nochmal rein, macht ruhig Pause, baut das Modell nach. Damit haben wir unser erstes Modell gemacht. Unser Modell kann momentan nichts. Es hat keine Bewegungsanimation, es hat keine Stillstandanimation, keine Interaktionsanimation, aber wir haben ein Modell und wir werden das auch erstmal benutzen, um eine erste Karte zu erstellen und damit zu arbeiten und später zu dem Punkt der Animationen gehen. Ich werde dann später auch noch mehr dazu erklären, was wir hier noch an Shadern benutzen können, um unsere Voxel besser darzustellen. Aber das soll es dazu erstmal gewesen sein. Ich möchte schnellstmöglich mit euch auf die Karte gehen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen und wir sehen uns zur nächsten Episode. Macht's gut, bis bald.